Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Stardew Valley. Ich musste ja noch ein Stück hier rüber wegen dem Lebensbalken. Hatte ich ja ganz vergessen. Naja, so ist das manchmal, ne? Ja, ich bin jetzt im nächsten Tag. Und ja, habe schon Hofarbeit Stufe 1 erreicht. Dadurch steigt meine Gießkannen- und Hakeneffektivität. Ich habe endlich die Vogelscheuche gelernt und kann den Standarddünger herstellen. Yay! So, da es leider nicht regnet. Oh, und ich bin natürlich auch Minenarbeit Stufe 1. Spithaken-Effektivität nochmal gestiegen. Ach so, nee. Ist ja Hacken und Spitzhacken sind ja verschiedene Dinge. Und ich kann diese Kirschbaum jetzt auch selber herstellen. So, ich habe unfassbar viel Geld verdient. ja, mit Parnsnips. Wie heißen die nochmal? Pastinaken. So ist es. Zack. Und da sind wir schon bei Tag Nummer 6 im Frühling. Jahr 1. Und dann schauen wir direkt mal, was der Wahrsager sagt. Und er sagt: Die Geister sind heute höchst unzufrieden. Sie werden ihr Bestes geben, um dir dein Leben schwer zu machen. Toll. Kein Tag, um zu dem Schmied zu gehen. So, dann haben wir hier noch ein paar von den Dingern. Leider, oh, doch einmal Goldqualität, das ist gut. Goldqualität behalten wir selbstverständlich und die hier schmeißen wir einfach weg. Ich habe gesehen, dass du die alte Mine erkundet hast. Du hast die Seele eines Abenteurers. So viel kann ich dir schon mal sagen. Wenn du 10 Schleime erledigen kannst, hast du dir deinen Platz, einen Platz in meiner Abenteurergilde verdient. Pass auf dich auf, Marlon. Kein Problem, das sitze ich doch auf einer Arschbacke ab. Du, jetzt habe ich schon wieder zweimal gegossen. So, warum habe ich denn bloß diesen dummen Reis nicht da unten gepflanzt? Naja, egal. Passiert. Da wusste ich es wahrscheinlich noch nicht besser. Ich habe das danach erst in einem Video gesehen, dass man das so macht, und habe gedacht, geile Meile. So ist das also. Bum-bidum-bidum. So, das ist schön, ist das schön. So. Ja, schon mal irgendwie fast ein Drittel der Energie weg. Hat auch sehr viel Schönes. Nehme ich die mit? Ich habe halt so wenig Platz im Inventar. Nee, wenn dann so. So. Okay. Ich muss eine Vogelscheuche herstellen, habe ich gehört. Holz, Kohle und Fasern brauche ich dafür. So, Holz. Nee, Kohle, Fasern, Kohle, Kohle und Holz. Oh, ich wollte doch auch eine Truhe bauen. Zack. Habe ich. Aber für die Truhe braucht man auch 50 Holz. Die habe ich jetzt nicht mehr. Ja, komm. Ich setze mal die mal dahin. Da ist ja eh gerade ein freier Platz. So. Haben wir alles gegossen? Ja, das ist super schön. Und dann geht es jetzt hier vielleicht noch mal ein bisschen ans Holz hacken, weil ich brauche halt leider wirklich Holz, ne? Und ich habe hier noch so wenig Platz und muss auch mal aufräumen. Man muss manchmal auch einfach ein bisschen den Hof aufräumen. So, ob man will und nicht. Was bist du? Ach so, ein kleines Bäumchen, das lassen wir erstmal noch wachsen. So dringend brauchen wir ja doch keinen Platz hier. Puh, zwei Bäume und ich bin schon fast wieder leer. Vielleicht sollte ich mal hier ein paar von den Nadelbäumen noch abhauen. Dann kann ich wenigstens. Oh, Katzi, hallo! Miau! Ich muss dein Wasser noch auffüllen, ne? Hat die Katze sich gerade erschreckt, weil ich hier drauf gehauen habe? Man weiß es nicht. Wo sind denn meine ganzen. Da unten. Hallo, ich brauche euch mal. Ich glaube, im Herbst
Herbst gibt es mehr Tannenzapfen, dann hängen die überall in den Bäumen rum. Man sieht den Bäumen nämlich auch an, ob die gerade viel von ihren Produktions wieder Dingsums dranhängen haben. Ich habe jetzt zwei von diesen Kieferdingern gefällt und nicht eins. Da, das ist Kiefernzapfen. Sehr gut. Ich jetzt mal endlich einen bekommen. Das ist halt blöde, wenn das so ist. Ja, kann man zum Glück auch mit dem Schwert kaputt machen. So. Ich würde mal tatsächlich, jetzt habe ich ja zwei davon, dann kann ich mir zwei von den Riegeln herstellen. Nicht damit, das verbraucht Energie. So, ich habe jetzt auch 100 Holz. Könnte ich mir noch eine Truhe machen. Und hätte immer noch 50 Holz. Vielleicht keine so beschissene Idee. Zwei, zwei. Zwei. Das kann da rein. Rein. So. Hieraus kann ich eigentlich direkt auch Dings machen, ne? Den Shit. Bleibt immer dieses eine übrig, ne? So, zwei Riegel, zack. Und ich mache mir noch eine Truhe. So. Ich hätte nämlich gerne, dann kann ich die hier schon mal da rein tun. Und eins davon und eins davon und eins davon. Und habe ich das letzte von den Frühlingsdingern noch gar nicht gefunden? Scheinbar nein. Nun gut. Also, ich mache mal gerne hier hinten in der Ecke. Hallo? Ach so. Es hat keine Truhe, ne? So, hier hinten in der Ecke zum Gehen gibt es dieses hier. So. Dann fresse ich jetzt mal zwei Müsliriegel. Zack und zack. Ah, immerhin schon wieder gelb. Sehr schön. Ach nee, ich wollte runtergehen auch eigentlich, um zu gucken, ob noch mal ein paar Frühlingszwiebeln da rumliegen. Das mache ich jetzt auch. Aber alles, was unnötig ist, kommt. Werde ich Holz hacken unterwegs? Eher nein. Ich werde auch nicht kämpfen. Ich nehme nur die Hoe mit. Die Hoe, Hoe, Hoe und eine Buddel voll rum. Okay, ich komme hier halt nicht durch. Doch, ich werd schon meinen Weg hier finden. Ich weiß ja, dass er frei ist. So. Er ist zum Glück schon ein bisschen freigeräumt da. Damit ich auf jeden Fall nicht nachher wieder keinen Platz im Inventar habe. Das ist am Anfang immer ein bisschen, schwierig. So, an den Frühlingszwiebelspot. Hallo Willi. Na, wie beißen die Fische? Nee, ich kann heute nicht mit dir angeln. Ich muss los. Ich habe auch gar nicht meine Angel dabei. Du kannst mir natürlich noch eine viel bessere Angel schenken. Nice. Sehr gut, sehr gut. Die kann man irgendwie zum Kochen benutzen, deswegen behalte ich die oft, aber ich weiß nicht mehr, wofür man die zum Kochen benutzen kann. Vielleicht ist das auch Fake News. Da bin ich mir nicht sicher. So. Wühlen wir noch ein bisschen bei den Leuten im Müll rum, weil es so einen Spaß macht. Aha. Aha. Kein Community Center. Immer noch nicht. Ist doch zum Mäusemelken. Dann looten wir mal kurz am Strand. Na gut, dass ich die Hoe mitgenommen habe hier. So.
die, wie heißt das Ding? Hake. Aha, da, gut. Die braucht man hinterher für so ein Teleportationstotem. Waren da. Ja, da sind welche. Ich habe nur aus dem Augenwinkel gesehen. Zack, ein Buch. Verlorenes Buch für die Sammlung der Bibliothek. Hallo Elliot. Na, ich würde echt gerne mal wissen, was in deinem Häuschen abgeht. Hier, da. Da oben gibt es immer so Teleportationspunkte. Und man kann dann später mit verschiedenen Leveln von verschiedenen Fähigkeiten kann man dann Teleportationstotems bauen. Habe ich schon begrüßt? Ja, ne? Kann ich etwas für dich tun? Ja, berechne mir bitte, wenn ich dann mal irgendwie ohnmächtig bin oder so, nicht so viel. Das wäre richtig nett. Ja, ich mein's ernst. Du nimmst einem immer total viel ab. Letztens habe ich in einem anderen Spielstand, habe ich eine Notoperation bekommen. Ja, 1000 hat mich das gekostet. Harvey, jetzt geh mir doch nicht so aus dem Weg. Es hat 1000 gekostet und ich kam dann da raus und stell dir vor, ich war immer noch. Wo bist du? Ich war immer noch halbtot. Also, jetzt mal ehrlich, ich hatte keine Energie und kein Leben. Es war traurig. So, ich habe gesehen, Emily ist hier einen saufen gegangen. Ach so, die arbeitet ja hier. Entschuldigung, Emily, war nicht so gemeint. Oh, ich kann es in deinem Gesicht ablesen. Dir wird es dem Pelikan gefallen. Falls du nach irgendeiner Aktivität für diesen Abend suchst, schau in der Kneipe vorbei. Dort arbeite ich. Ja, ich sehe es. Danke. That's quite obvious. So, okay, dann brauchen wir jetzt nur noch Demetrius und den anderen Sebastian. Oh, der Bürgermeister hat Geburtstag. Ich finde, ich sollte dem Bürgermeister was schenken. Ich hätte gerne roter Pilz auf den Grabstein meines Urgroßvaters gelegt. Bitte komm irgendwann heute damit vorbei, George. Ja, das denke ich, wird nicht klappen, George. Verzeihung. Roter Pilz gibt es. Puh. Irgendwann weiter unten in den Minen. Ich habe zumindest oben in den Minen noch kaum sowas gesehen. Also eigentlich noch gar nicht so Pilze gesehen. Oder ja. Oder halt in der eigenen Höhle. Die hat man aber auch, glaube ich, noch eine ganze Weile nicht. Oder halt im verborgenen Wald, im geheimen Wald. Aber auch da, glaube ich, eher im Herbst. Also das wird nichts, George. Tut mir leid, da muss ich ablehnen einfach. Ich will dich da nicht enttäuschen. So, ja, und hier ist immer noch nicht, ne? Ist immer noch nicht auf. War das Tag 8, wenn das auf ist? Ja, not so sure. Na, ich guck mal, Demetrius steht manchmal hier am Brunnen rum. Nee, gerade nicht. Okay, hätte ja sein können. Tja, schade. Dann vielleicht oben. Ja, auf jeden Fall das mit den Pilzen ist, das wird nichts, weil in den geheimen Wald, da kommt man auch nur mit einer Axt Stufe. Das ist jetzt Stufe 1, was ich habe quasi, dann noch mal 2 Stufen höher. Grüße, ich bin Demetrius, örtlicher Wissenschaftler und Vater. Danke, dass du dich vorstellst. Ja, sehr gerne. Wo ist denn dein missratener Sohn? Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Ich brauche ihn noch. Ich benötige noch Sebastian. Oh, hier, Kohle. Wenn du an Erfahrung gewinnst, wirst du neue Rezepte zur Herstellung entdecken, die deine Einkünfte erhöhen und dein Leben einfacher machen. Bla bla bla. Schmelzen. Ah, oh, ich muss noch einen Kupferbarren schmelzen. Aber ich glaube, ich habe gar nicht genug Kupfer mit so aus. Doch, 7. Schleime erledigen und Level 40 der Mine erreichen. Aha, sag hallo. Okay, ich brauche nur noch Sebastian. Sebastian, bist du vielleicht in der Küche oder hockst du wieder nur in deinem blöden Zimmer? Der hockt doch wieder in seinem Zimmer, ich kenne ihn doch. Nee, Sebastian ist irgendwo unterwegs. I knew it. Nur wo ist Sebastian unterwegs hier? Abigail spielt Flöte, es ist auch total hübsch und nett und so. Und da ist noch ein Würmli. Na, na. Stein, danke. War das heute Morgen, als die Geister sagten, wir sind sehr unzufrieden und wir werden alles tun, um dir das Leben schwerer zu machen? Verstehe.
So, wo ist Sebastian? Ich will den jetzt finden. Und dann brenne ich noch einen Kupferbarren und dann hacke ich, bis ich keine Energie mehr habe, Holz. Sebastian! Wo treibst du dich rum? Als ob der am Strand ist. Das Willi. Willi wollen wir nicht. Der ist eigentlich nie in der Kneipe, dieser Sebastian. Das kannst du auch knicken. Der ist entweder. Da! Da ist er doch! Wo warst du, Sebastian? Jetzt mal ehrlich. Warst du Sam besuchen oder was? Oh, du bist gerade eingezogen, richtig? Cool. Oh, du bist also ein Emo, richtig? Cool. Alles klar, weiß ich Bescheid. So, dann gehe ich mal nach Hause. Ist schon dunkel. Danke für das nette Gespräch. Morgen hat der Bürgermeister Geburtstag, nicht vergessen. Nicht den Bürgermeister vergessen. Was schenkt man so einem Bürgermeister denn? Außer seine eigene Unterhose. Also nicht meine, sondern seine eigene. Also die von dem halt, ne? So. Ja. Ist hier eigentlich irgendwie noch was fürs Community Center? Ich glaube, das Mineral nicht. Ah, aber Gunther. Oh, den auch für Gunther, echt. Oh Mensch, ja, ich kann den eh noch nicht reproduzieren. So, ach so, die kommen auch in die Kiste für Dings. Dann wollte ich ja noch einen Barren schmelzen. Ja, und der Rest. Eine JuliaNet 2.0 Test-CD. Okay, also hier vorne in die Kiste kommen nicht nur die Sachen fürs Community Center rein, sondern auch die Sachen für Gunther und die Geoden. Weil. So. Jetzt wird ein Kupferbarren geschmolzen. Und ich kann ja schon mal mich für morgen früh ausrüsten, beziehungsweise ich brauche ja meine Axt jetzt. So, das brauche ich morgen früh. Ja, und dann kann ich ja schon mal hier ein bisschen Hacki, Holsi, Holz. Bis ich keine Energie mehr hab, hack ich Holz. Komme ich da durch? Ja. So, das ist schön und macht dicke Arme. So. Na guck mal, kann ich schon fast wieder noch eine neue Truhe bauen. Na, einen Baum müsste ich noch hinkriegen, oder? Mit der Restenergie. Ich wähle dich, Baum. Ist so dunkel. So dunkel. Los. Gut. Puh, ein Glück. Und hier ist der Barren fertig. Großartig. Einsame Spitze. Achso, der Barren kommt auch ins Community Center. Zwar noch nicht jetzt und noch nicht am Anfang, aber später dann. Niemand, Freunde, mache jemandem ein Geschenk. Ja, morgen mache ich ein Geschenk an meinen Freund, den Herrn Bürgermeister. Was ist denn hier geworden aus Schmelze einen Barren? Ja. Ja, danke für nix oder was? Ah, nee, komm, Inventar leeren. Wir leeren das Inventar. Das Inventar muss geleert sein. Was für ein heilloses Durcheinander. Ich weiß nicht, ob die Sardine und der Hering, ob ich die wirklich behalten muss. Ich glaube, den Gotteslachs, der muss ins Community Center, aber ich bin mir nicht sicher. So, erstmal schlafen. Erstmal noch mal ein bisschen Fernsehen. Wetterbericht. Willkommen. Deiner Lieblingsquelle für bla bla und bla bla. Teils wolkig mit einer leichten Brise erwartet eine Menge Pollen. Ja, gut. Weiß nicht, ob das irgendwas Besonderes heißt. Ich kann das ja mal beobachten. Ja, ich möchte bitte ins Bett gehen. Ui, toll. So, vielleicht sollte ich noch ein paar Parsnips kaufen, damit ich die 5 Super Crops eventuell noch zusammenkriege. Die wachsen ja schnell.
Jetzt ist eigentlich ein Quick Win dann. Also, nein, aber ja. Oh, Königin der Soßen. Jeden Sonntag kommt die Königin der Soßen und bei ihr kann man ein Rezept lernen, wenn man später eine Küche hat. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen, und stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Oh, es ist geheim. Das Gericht dieser Woche ist Gemüsepfanne, der perfekte Weg, um etwas gesundes Grünzeug auf deinen Teller zu zaubern. Schwitze das Gemüse in etwas Sesamöl an und wirf eine Menge frischen Ingwer und Knoblauch dazu. Jetzt tief durchatmen. Oh, das ist gut. Du hast gelernt, wie man Gemüsepfanne herstellt. Ja, das freut mich. Oh, ich wollte gucken, wie die Geister so drauf sind. Leicht verstört. Ja, das heißt kein besonderes Glück heute. Bisher auf keine Krähe getroffen. Ja, ist doch okay. So, eine Kartoffel habe ich schon mal. Fürs Community Center. Eine Kartoffel. Hier, zack. So. Dann wird jetzt hier erstmal gegossen, wie sich das gehört. Oh, noch eine Kartoffel. Habe ich tatsächlich zwei Kartoffeln gekauft. Ja, macht Sinn. Ja, das ist jetzt alles Blumenkohl, ne? Oh ja. Das war gut. Schlau von dir, dass du Blumenkohl gekauft hast. Und der Blumenkohl ist nämlich ergiebig. Preis-leistungsmäßig oder so. Kann es sein, dass der Reis hier unten noch besser wächst? So, das hätten wir. Die Kartoffel, die schmeiße ich direkt hier rein. So, was schenke ich denn jetzt dem Bürgermeister, ist die gute Frage. Lass mich mal nachdenken. So, ich habe selbstverständlich gerade total viel überlegt und nicht nachgeguckt, was er denn so mag. Naja, sagen wir mal so, es ist super egal, was ich dem gerade gebe. Hauptsache, ich gebe ihm keinen Quarz. Denn alles, was er mag, kann ich eh noch nicht herstellen. Raw habe ich nicht oder whatever. So, dementsprechend auch, guck mal, ich hätte auch einfach nur hinlaufen können und diesen Löwenzahn hier picken und ihm diesen Löwenzahn hier geben. Aber gut. So, da oben ist nichts zum Sammeln. Weiß ich das auch schon mal. Dann geht's jetzt zu... das Community Center. Sehr schön. Finally. Oh, hallo. Hi. Na, Geburtstagskind. Es geht ab. Was für ein Schandfleck. Man sieht tatsächlich nicht so geil aus gerade. Das ist das Gemeinschaftszentrum von Pelikan. Oder was davon übrig ist zumindest. Es war mal der Stolz und die Freude der Stadt. Immer gut besucht. Ja, was dann passiert? Dann habt ihr es einfach 5 Jahre vergessen, oder? Jetzt schau es dir einfach an. Es ist eine Schande. Heutzutage wollen die jungen Leute lieber vor ihrem Fernseher sitzen, als sich mit der Gemeinde zu beschäftigen. Ja, aber hier leben doch genug alte Leute. Aber lassen wir das. Ich klinge wie ein alter Trottel. Na, wer wird dann an seinem eigenen Geburtstag so sein? Der Joja-Konzern drängt mich schon länger, dieses Stück Land an sie zu verkaufen, damit sie ein Lagerhaus daraus machen können. Niemals! Die Stadt könnte das Geld gebrauchen, aber irgendwas hält mich davon ab, um es zu verkaufen. Ältere Menschen wie ich hängen eben an diesem Relikt der Vergangenheit, wie dem auch sei. Wenn sich noch irgendeiner eine Mitgliedschaft im Joja-Konzern holt, werde ich es einfach verkaufen. Irgendeiner auf der Welt, oder? Seufzt. Hier, lass uns reingehen. Was ist das? Vincent und Jess müssen hier gespielt haben. Hier sieht es sogar noch verwahrloster aus, als ich dachte.
Hallo. Ja. Was? Hä? Was ist los? Ist dir schlecht? Ich, Du hast etwas gesehen? Es würde mich nicht überraschen, wenn dieser Ort voller Ratten ist. Da ist doch. Oh. Ich mache mir Sorgen um dich, Ariane. Hör zu, ich gehe nach Hause. Ich brauche etwas Mittagessen. Ja, aber Luis, du hast doch Geburtstag. Hey, ich lasse diesen Ort von jetzt an einfach geöffnet. Vielleicht kannst du helfen, die ein oder andere Ratte zu fangen, wenn du zu viel Zeit übrig hast. Merkwürdig. Ich muss später zurückkommen und dieses Gebäude genauer unter die Lupe nehmen. Ach ja, ich bin jetzt wieder am Anfang. Ach nee, ich dachte, ich wäre da unten. Louis, warte! Warte, ich will dir noch dein wahnsinnig tolles Geburtstagsgeschenk geben. Ich glaube, ich gebe ihm wirklich das hier. Louis! Wie schnell ist der alte Mann? Unglaublich. Das haben wir auch noch. Louis, du wolltest was zu essen. Nein. Nein! Egal. Ich habe ja noch den Lauch. Ah, guten Morgen. Ja, wunderschönen guten Morgen, Geburtstagskind. Oh, ein Geburtstagsgeschenk, danke. Mehr hast du nicht zu sagen. Alles klar, verstehe. Was ist das hier? Heiratsregister der Stadt Pelikan. Nach der Heirat kannst du hier die Scheidung beantragen. Hoffen wir, dass das nicht nötig sein wird. Pelikan Stadt Hauptbuch. Es sieht aus, als ob der Bürgermeister es benutzt, um alles Finanzielle festzuhalten. Alaska, weiß ich Bescheid. Oh. Der Ofen des Bürgermeisters könnte mal eine Reinigung vertragen. Ja, okay. Was ist das hier? Die Fundstelle der Stadt. Okay. Das ist mir neu. Oh, das Penny sitzt vor einer Blume. Ist ja hübsch. Penny, ich weiß, du betrachtest gerade diese Blume, aber könnte ich die mal ganz kurz. Danke. So. Mal kurz im Müll. Nee, nee. So, dann muss ich ins Gemeinschaftszentrum und mich da mal ein bisschen umsehen. Wenn ich das getan habe, oh, hier ist der Eingang. Dann. Oh, hier sind ganz viele verwahrloste Räume. Oh, ein kleiner Apfel mit Armen. Ah ja, Ich verstehe es nicht. Schade eigentlich. Ja, und hier kriegt man dann so Sterne, wenn man, also es sind 1, 2, 3, 4, und da hinten 5, 6. Kriegt man die 6 Sterne und dann, yay, und dann ist das ganze Gemeinschaftszentrum fertig. Wupp, 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 wupp. Aber jetzt gucke ich nochmal hier auf mein Ding, wie man Freunde gewinnt. Ah, sehr schön. So, Aufnahme. Ach, ich muss 10 Schleims töten. Ich muss sehr Level 40 und einen Thünerstall kaufen. Aber vielleicht, willkommen. Vielleicht möchte ich noch ein bisschen. Ja, ich will noch ein paar Pastinaken pflanzen. In der Hoffnung, dass ich noch goldene bekomme. Ja, und noch ein bisschen Blumenkohl. Weil der viel bringt. Dann bin ich zwar jetzt blank, aber ist nicht schlimm. Hi Jody, na, was geht? Ich genehmige mir heute eine Pause von der Hausarbeit. Du Schelm. Meine Güte. Da macht sie aber mal richtig einen drauf. An einem Sonntag keine Hausarbeit machen. Also, ich muss ja mich immer um die Farm kümmern, ne? So ist das. Als Bauer. Ich bin ein Farmer, bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Das interessiert keine Sau. So. Aber, weil ich nämlich Captain Eggmeck Oberschlau bin. So, 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 so. Und hier den auch. Schauen wir mal. Komme ich zwar jetzt nicht so weit. Ich habe jetzt auf jeden Fall mehr.
Okay. Upp. Und das noch. Und jetzt noch 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah! Wow! So, jetzt darf ich nur noch. Ach komm schon. Jetzt habe ich auch noch nichts, um das wegzumachen. Das dämliche Gras. Dann kann ich auch gleich schon mal rausnehmen. Zack. So, Platz da aus der Bahn. Die Felder müssen gedüngt werden. Ich wiederhole, die Felder müssen gedüngt werden. So. Oh, nee, da und da. Ah, und hier. Ich dachte schon, kann ich nicht zählen? Was ist denn mit mir los? Aber ich habe richtig gezählt. Ich habe nur nicht richtig gepflanzt. Habe ich hier etwa vergessen zu düngen? Naja. Gibt Schlimmeres. So, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ich gehe jetzt noch ein bisschen runter in die Mine, töte ein paar Schleims, verbringe damit den Rest des Tages und dann, wenn der Tag um ist, beende ich diese Aufnahme, also diese Folge. Und dann, ja, das ist ganz schön schön. Hallo Linus, wie ist dein Tag so? Letzte Nacht hat jemand Steine auf mein Zelt geworfen. Ich musste abwarten, bis es aufhörte. Och Linus, warum sind die Leute bloß so gemein? Wer soll das gewesen sein? Bestimmt dieser komische Morris von... Der will bestimmt auch aus deinem Zelt ein Lagerhaus machen, der Drecksack. So. 5. Hallo Schleim. Boah, wie wenig Schaden man mit diesem blöden Ding macht. Ja, du bist wütend, ich verstehe das. Cool, das ist schon mal eine Treppe. Dann schauen wir uns hier mal um. Genau, ich brauche Käferfleisch. Käferfleisch ist lecker und bekömmlich. Ich würde hier doch gern durch. Oh, toll, kein Käferfleisch. Na, ich sollte versuchen, nach unten zu kommen, aber ich möchte auch nebenbei noch ein bisschen was töten. Hier die großen Steine lohnen sich übrigens eigentlich richtig, weil da kommen immer 10 Steine raus. Und das ist eigentlich total gut. So. Jetzt töten wir den Schleim. Komm her, Schleim. So. Dem habe ich es gezeigt. Ja, schön, schön viel Quarz. Und natürlich brauchen wir auch etwas hiervon. So, da muss ich leider hacken, weil ich durch muss. Und noch ein Schleim. Wenn man die Schleims ein bisschen gegen die Wand drückt, sodass sie nicht allzu weit weg hüpfen, dann können die einen nicht anspringen und dann können die sich nicht in einen reinbaggen. Das ist nämlich das Schlimmste an den Schleims. Wenn die nicht reinspringen, um dann in dich reinzubaggen. Nee. Hüpf mal lieber gegen die Wand. So. Das ist super nervig. Dann stehst du da und kriegst Permaschaden und kommst aus dem Schleim nicht raus. Total blöd, sag ich euch. Total blöd. Ach, das ist schon eine Treppe nach unten. Ich bin auf Ebene 7. Komme ich hier dran vorbei? Nee, ich versuch's mal oben rum, weil ich möchte nicht so viel Energie aufwenden, um hier durchzukommen. Nee. Ja, komm rein. Da töte ich nochmal ein bisschen Schleims. Ah, ich muss aufpassen. Naja, das ist so schlimm. Puh, so schlimm ist es jetzt noch nicht mit dem Leben, aber... Komm ich hier unten vorbei? Ja, sehr gut. Toll, nichts drin. Na, oben komme ich auch nicht günstig durch. Ich denke dann... Gehe ich einfach in die nächste Ebene. Oder? Ah, komm. Kostet ja nichts. Ich glaube, hier müsste ich vorbeikommen.
So. Zack. Und da oben war nichts mehr, ne? Nee, da ist nichts mehr. 18 Uhr. Wie viele? Ah, noch einen Schleim töten und dann kann ich sogar schon in die Abenteuergilde. Nicht, dass mich das irgendwie großartig weiterbringt, aber... Tada! Jetzt kann ich in die Abenteuergilde. Ist das nicht schön? Oh! Das war mies. So, und die, die obendran immer so ein Buckelchen haben, die geben einem eigentlich immer irgendwie was an... was Specialiges, dachte ich. Hab ich mich wohl vertan. So. Es gibt halt welche, die haben oben statt diesem kleinen Knubbel am Kopf, an der Antenne, haben die so einen Stern. Ach toll, hier kommt man nicht durch. War da eben schon eine Treppe, eine Leiter, meine ich? Noch zwei Stockwerke, dann bin ich wieder, habe ich wieder meinen Fortschritt gesaved. Ne, das hier war da. So. Genau, die haben Sternchen und die haben dann ein besonders cooles Item, irgendwie zum Beispiel eine Waffe oder so. Na, ich würde gerne eine Leiter finden. Haha, du hast dich selbst festgebackt. Trottel. So. Das ist eine etwas längere Folge, weil ich habe jetzt noch Zeit. Ach, guck mal hier. So, hinab geht's. Oh ja, schön. Hier ist doch total schön. Jetzt hoffe ich, dass hier nicht zu diverses Loot rauskommt. Toll. Ja, was nehme ich jetzt? Ich weiß nicht, Holz lasse ich mal liegen. Ich meine, zur Zeit brauche ich halt noch von allem alles, ne? Man könnte auch sagen, macht doch den Schleim weg. Was ist mit so viel Schleim? Aber ich habe jetzt festgestellt, Schleim, Eier. Also man kann hinterher aus dem Schleim Schleimeier machen. Und die sind gar nicht mal so uncool. Erdkristalle ist auch ganz gut, wenn ich davon mehr als einen habe. Da kann man nämlich die Mayonnaise-Maschine mit... Ja genau! Spring halt durch den Stein, das ist eigentlich nicht okay. Mayonnaise-Maschine mit bauen und einen krieg Gunther. Könnte ich eigentlich auch mal was hinbringen zu Gunther. Ne? Aua! Ich muss hier gleich mal raus. Also ich finde jetzt noch das nächste Stockwerk und da verkrümel ich mich. Wahrscheinlich direkt wieder nach oben. Ich habe echt keine Lust, hier zu sterben. Hallo? Leiter. Schick mir eine Leiter. Danke. So, und dann kriege ich hier Schüchen. Zum Glück kann ich das auch einfach auf den Boden schmeißen. Und wieder einsammeln. So. Dann geht es wieder nach oben. Es ist jetzt auch schon ein bisschen später. Dann kann ich noch ordentlich einräumen. Da, da, da. Zack. So, und dann geht es nächste Folge zum Zauberer, weil ich jetzt morgen früh einen Brief haben werde, der mir sagt, hallo, ich bin der Zauberer, ich habe gehört, du und die Unimus, ihr wart in Austausch, komm doch mal auf einen Meter ran, dann erzähle ich dir Dinge und dann bist du krass. So, das packe ich alles in mein Inventar, das packe ich rüber zur Gunther-Kiste. Übrigens hier, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, wer um 2 Uhr noch nicht im Bett ist, der hat ein Problem.
Kann auch sein, dass ich eins von den Erdkristalldingern da fürs Community Center gebrauchen kann. Ich gucke nochmal schnell hier, was sagt denn der Wetterbericht? Bla bla, morgen wird es den ganzen Tag launsonnig sein. Na toll. Ich will Regen. Also ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Quatsch. Ja, doch, auch das. Passt auf euch auf, bilde deine Rettungsgasse. 10 Hutzen nicht vergessen. Tschüss.